Gleich los mit der Eventwoche. So, dann gehen wir mal ganz kurz hier ein. Das machen wir ins Casino. So, kurz Soundcheck. Wunderbar, Ton ist da, sehr schön. Dann können wir gleich starten. Wir haben eine Zeit. Wir sind bei 3 Minuten gleich, ja, das kommt ungefähr hin. Okay. Gut. Ja, moin zusammen an alle, die schon da sind. Wir schauen uns jetzt einmal kurz die Eventwoche an. Ich habe gestern Abend im Stream schon den Spoiler vorgelesen. Das sieht auch von dem, was ich im Code jetzt vorher angeschaut habe, eigentlich genauso aus, als ob genau auch alles das eintreffen wird. Das heißt, ich erwarte jetzt keine großen Abweichungen, werde aber halt einfach hergehen, wie üblich, meine Screenshots machen für die Zusammenfassungsgrafiken etc. So, am Rad gehen wir nachher auch noch gleich drehen. Schauen wir uns aber erstmal einmal das Podiumsfahrzeug an. Das ist diese Woche der Grottis Dinger. Oh, die blöden Einblendungen, ich krieg die Krise. Links und unten, oben und unten. Ich kurz warten hier, bis es weg ist und ich die Karre gescheit drauf krieg hier. Ja, Alter. Ich glaube, das könnte ganz gut worden sein. Ansonsten muss ich das Foto vielleicht nochmal shooten. Also, Grottis Dinger diese Woche zum Gewinnen. Hier auf dem Podium schauen wir weiter einmal ins Car-Meet und uns da die ganzen Sachen an. Moin Mann, Oliver, grüß dich. Sind doppelt Geld auf die Mission in der Autowerkstatt-Tafel. Ja, genau. Unter anderem 4 Minuten 8, sagen wir mal 4 Minuten 30, wenn man im Casino. Im Kamid. Nicht im Casino, im Kamid. Im Casino waren wir gerade. So, da haben wir einmal den Jaffet Nero, auf jeden Fall mit weißen Felgen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das Mod-Felgen sind, da muss ich mal ganz kurz ranzoomen. Das sieht für mich aber so aus, weil das Logo dran ist. Ja, also das Logo hier, das hast du bei den Serienfelgen standardmäßig nicht drauf, wenn du das hier über die Tuning-Option auswählen willst. Das heißt, in Anführungszeichen, die Karre ist deswegen dann auch besonders.
Außerdem sind die so weiß, so ein helles Weiß, das gibt es hier zum Tunen nicht. Das Frostweiß ist dunkler, also das heißt, diese Felgen sind auch in jeder Hinsicht Modfelgen. Was müssen wir tun für dieses Auto? Preisfahrzeug-Herausforderung. 3 Tage in Folge unter die Top 5 in einem Rennen der LSK-Mid-Serie. Okay, gut, wunderbar. Machen wir uns einmal ganz kurz ein Foto von der Karre und dann gehen wir weiter. Gucken, dass das halbwegs mittig ist, zumindest. Okay, Screen Hammer. So sieht man auch die Felge. HSW Premium Testfahrzeug, Grotti Turismo Classic. Einmal aufgezogen zur HSW-Version. Schauen wir mal schnell, was kostet uns der Spaß. 1.792.750. Okay, dann gehen wir gleich mal einmal rein auf die Teststrecke und machen uns einen Screen von dem Auto. Ich finde das Bundesfahrzeug richtig scheiße, ich hatte es trotzdem drehen, aber beim Nero kam es deutlich besser. Ja, der Nero ist halt rein optisch etwas Besonderes, sagen wir es so, als der Stinger und auch von den Leistungsdaten her ist das das Gleiche. So, jetzt muss ich mal ganz kurz angucken, wie die Karre hinstellen muss, dass man hier die Farbverläufe gut sieht, dass man sieht, dass es ein HSW-Auto ist. Ah, und dann sollte man vielleicht noch das Radar ausblenden, halt da. Sonst habe ich das unten links im Foto drin. So, mit der Einstellung arbeite ich immer und dann haben wir hier unten noch den Farbverlauf drin. Kriege ich den so ein bisschen besser rein hier noch? Ah, eher nicht. Also diese Schürze an der Seite, das ist so ein bisschen schwer, das gut einzufangen, dass das ein Farbverlauf ist. Ja. Okay, jetzt ist der Farbverlauf auch an der Schürze. Das ist ein bisschen tricky, weil bei diesem Auto da einen guten Screen hinzukriegen. Weil da meistens Chamäleonfarben drauf sind, bei den anderen geht es leichter. Da muss man nicht so drauf achten. So, dann haben wir hier einmal im Carmeet Test Track den Carchester, den Vapid Contender und den Hightech Ruston. Okay. Mal ganz kurz gucken, damit ich euch das gleich dazu sagen kann, weil ich habe ja hier meinen Spickzettel offen, Fahrzeugrotation. So, wir haben hier auf den Chester, hier haben wir einmal Rabatt und zwar 50% auf 120.000 sollte das sein. Schauen wir mal ganz kurz. 120.000, das passt. Dann schauen wir uns hier bei dem Contender kurz den Preis an. 250.000, wie es auch im Shop ist und dann haben wir hier noch den Rusten für 430.000 stand er auch so früher im Shop. Okay, alle diese drei Autos gibt es nicht mehr in diesen Online-Shops zu kaufen, von denen ich gerade gesprochen habe. Das heißt, der Shoppreis in Anführungszeichen, den gibt es gar nicht. Ihr könnt diese Autos nur hier erwerben. Alle drei. Das gleiche gilt übrigens auch für die ganzen Fahrzeuge, die heute bei Premium Deluxe Motorsport drin stehen und auch die bei Luxury drin stehen. Alle Showrooms haben im Moment Fahrzeuge drin, komplett durchgängig, die nicht mehr in den Shops zu kaufen sind. Okay, machen wir uns mal kurz die Screenshots von diesen Autos. Machen wir den gleich von der anderen Seite. So sieht es schön hell aus. Seite noch ein bisschen mehr. Okay. Passt. Also auf den Chester hatten wir einen Rabatt, auf die anderen zwei nicht, aber die sind auch nicht mehr zu finden in den Shops. So, das war jetzt von der einen, das machen wir wieder von der anderen Seite. So, die Karre ist so riesig, wie man gespannt, ob ich den Screen gut drauf kriege hier. Da haben wir zu viel Schatten. Okay, da war das Licht ganz gut eigentlich. Aber zu sehr im Schatten von vorne. So, jetzt. Ich würde sagen, das können wir lassen und Screen.
Contender einmal. Nichts Besonderes an sich, muss man nicht unbedingt haben. Gibt es deutlich bessere SUVs, die man sich da anschaffen kann. So, und noch das letzte Auto, The Ruston. Schauen wir gleich mal, wie viel Uhrzeit wir in-game haben. Wegen den Fotos bei Luxury und Co. Und dazwischen schauen wir uns wahrscheinlich dann einmal die Boni an. So. Ich würde sagen, das ist okay so. Gut, wunderbar. Dann sind wir hier mal durch. Kamit abgehakt. Muss mal kurz gucken. Wir haben jetzt 1 Uhr mittags. Das reicht wahrscheinlich gerade noch für die Fotos bei Luxury, aber Premium Deluxe Motorsport kriege ich da nicht mehr komplett durch. Dann machen wir jetzt kurz einen Abstecher noch schnell zu Luxury Autos. Da gibt es nämlich auch noch ein Auto im Rabatt, was es nur dort gibt. Da, so, jetzt. Gut, kurzer Abstecher zu Luxury Autos. Schauen wir uns die zwei Autos dort an. Da ist einmal der Tyrus, steht da, glaube ich. Und was war da noch? Ganz kurz gucken hier auf meinen Spickzettel. Tyrus und der Anis RE7B gab es einmal bei Luxury Autos. Okay. Und auf dem Tyrus waren 30% Rabatt. Alles klar. Wie viel genau bekommt man in der Autowerkstatt bei so einer Mission? Also im Moment, also es ist ja doppelt. Normalerweise kriegst du zwischen 150 und 185.000, würde ich sagen, um den Dreh für einen normalen Job. Jetzt bei doppelt Geld kriegst du dann also irgendwie so Richtung, ich sag jetzt mal 300, 370k, sowas für die normalen Jobs. Und dann gibt es einen, der raussticht, der mehr Geld bringt. Das ist der Union Depository, heißt, der bringt normalerweise 300.000, der bringt jetzt also quasi 600k. So, das ist im Prinzip alles, was man da dazu sagen kann. Und der Union Depository bringt auch mehr Kohle, wenn du den mit mehr Leuten spielst. Das heißt, am besten zu viert spielen. Im besten Falle. Je mehr Mitläufer du hast, desto mehr Geld verdienst du als Host selber auch und die Mitläufer kriegen auch mehr. Aber da komme ich gleich auch noch, wie gesagt, dazu. Jetzt schauen wir uns bloß kurz hier die Autos an, dass ich die Screenshots krieg. Ja, ich weiß, ich muss die Karre dann ein bisschen wegschieben hier, die MK2. Da. Jetzt bin ich gespannt, ob das hier von den Fotos diesmal gut ist oder ob ich wieder so einen blöden Schatten drin habe, wie ich das letzte Mal drin hatte. Das war nämlich nicht so geil. Ne, das Foto ist diesmal gut. Perfekt. Das ist also der Anis RE7B. Und dann machen wir noch kurz ein Foto von der zweiten Karre. Aber da muss ich Tick noch vor. Ach, sonst kann ich nicht dahin parken. Der Grund, warum ich das Auto nehme, ist, dass ich hier sonst keine gute Perspektive auf die Karre bzw. auf die Designs immer von oben habe. So, ein bisschen mehr noch von der Seite, damit wir die Felge auch drauf haben. So, man probiert sich ja mit der Zeit so ein bisschen aus und guckt halt, okay, wie kriege ich es am besten hin, das Foto, und wie kommt das Auto am besten raus. Und ich glaube, so sieht es eigentlich ganz gut aus. So, dann schauen wir uns noch kurz die Preise an. Also der Tyrus sollte reduziert sein auf 1.785.000. Es kostet jetzt aber 1.830.600. Das heißt, hier sind noch Modbauteile dran an dem Fahrzeug, die man auf jeden Fall auf den Preis obendrauf bezahlt. Aber der Rabatt ist auf jeden Fall angewendet dieses Mal. Und dann schauen wir uns noch schnell die andere Karre hier an. Der kostet normalerweise laut Shop
2.475.000, hier kostet es 2.520.000, also auch hier kostet ein Tick mehr, weil da wieder die Mod-Bauteile dran sind. Schauen wir uns die Karre noch einmal kurz von rundum an hier. Also die Felge ist meines Erachtens nach nichts Besonderes, die gibt es glaube ich so schon, wobei dieses Innenteil, dieses Ding in der Mitte könnte. In der Mitte von der Felge könnte vielleicht ein bisschen speziell sein. Müsst ihr jetzt genau gucken, ob das wirklich so eins zu eins drin ist. Also die Felgen sind auf jeden Fall in ähnlicher Variation schon lange im Spiel vorhanden. Das Design ist auch nichts Besonderes. Insofern gibt es hier jetzt keinen Grund, da irgendwie viel Geld auszugeben für die Karre, wenn man es unbedingt haben will. Den Tyrus, der ist halt jetzt im Moment reduziert. Kommt in manchen Stuntrennen vor, aber ansonsten brauchst du den nicht wirklich. Er bricht relativ schnell aus. Deswegen finde ich den Karren eigentlich jetzt nicht so geil. So, der Andes RE7B, das ist dann schon eher interessant. Da würde ich sagen, haben wir schöne Felgen drauf. Die Felgenfarbe gibt es, glaube ich, so nett, weil das ist nämlich kein Standardbraun. Das ist auch kein Gold, das ist auch kein Kupfer. Das ist irgendwas dazwischen, diese Felgenfarbe, die kenne ich so gar nicht. Okay, aber ansonsten, das Design gibt es schon, das ist alt und das Spoiler gibt es auch. Also haben wir hier nichts Besonderes, würde ich sagen. Maximal die Felgen hier auch wieder. Okay, gut. Haben wir den angeschaut. Jetzt müsste es eigentlich zu spät sein für Premium Deluxe. Ja, den machen wir dann in dem Fall später. Das war jetzt Luxury Autos vorgezogen. Das muss ich noch kurz ändern hier, das Kapitel. Gut, dann schauen wir uns jetzt mal schnell die Boni an. Und dazu müssen wir einmal in die Autowerkstatt. Autowerkstatt hier. Und los. Moin Sasa, grüß dich. Das ist eine Serienfelge. Ja, ich war mir jetzt nicht sicher, weil das Teil in der Mitte. Ich war nicht sicher, ob es das bei der Serienfelge auch drauf hat, aber ist. Sah für mich schon sehr stark nach der Standardfelge aus auch. Ich müsste aber vergleichen, um es hundertprozentig sagen zu können. Das ist aber jetzt ja auch nicht kriegsentscheidend, würde ich jetzt mal sagen. Entweder du willst das Auto oder du willst das Auto nicht, sage ich mal so. So, Boni. Also, wir haben jetzt diese Woche Doppelgeld auf die Autowerkstattaufträge hier oben an der Tafel. Wie man sieht, ich habe jetzt hier nur die ganz normalen Aufträge dran stehen, die bringen alle so 300.000, wie ich vorher gesagt habe, bis zu 370 irgendwas, glaube ich, bringt der Beste. Und der Union steht jetzt hier im Moment gar nicht drauf. Ich kann das jetzt nochmal gleich kurz zeigen, wenn euch der Union nicht dran steht, einmal einloggen, dann gehen wir hier raus und dann kann ich nachher einfach Sesanta anrufen, abbrechen und an der Tafel quasi sehe ich danach dann neue Jobs oder im besten Fall andere Jobs dran stehen und dann sollte vielleicht irgendwann nach dem ersten, zweiten oder dritten Wechsel vielleicht sogar schon der Union auch mit dran stehen. Ah, hoppala, ich sollte natürlich auch Sesanta anrufen. War lauter labern. Jetzt, so. Komm schon. Herr, ja, wann wird es sich kam ich drin aktualisiert? War es um 1 Uhr nachts, ja, um 1 Uhr. So, also einmal kurz die Santa anrufen. Machen wir sie da. Den Auftrag abbrechen. Und dann sollten andere Jobs oben dran stehen. Vielleicht habe ich jetzt gleich den Union dran stehen. Schauen wir mal ganz kurz. Ist vielleicht an der Stelle nochmal ganz wichtig dazu zu sagen, weil man muss nicht. Also. Man kann natürlich einfach spielen, was da steht, und das Abbrechen kostet auch Zeit, das sehe ich ein. Aber wer jetzt nicht so viel von diesen Jobs spielen will und ich sag mal, die Woche jetzt nicht so viel Zeit hat, der sollte sich eher darauf konzentrieren, nicht irgendwie 1000 von diesen Jobs zu laufen, sondern vielleicht eher zu gucken, dass man hier ein, zweimal wechselt. Das habe ich leider nicht den richtigen dran stehen. Wählen wir nochmal hier und nochmal raus, um dann quasi auf den Union zu kommen, damit man halt quasi mit einem Job die Kohle rausholt, die man sonst normalerweise mit zwei verdienen würde. Also, es lohnt sich da schon, ich sage jetzt mal ein, zweimal abbrechen zu gehen. Wenn man jetzt natürlich den ganzen Tag durchgrindet, dann ist es Schwachsinn, weil dann bist du schneller, wenn du diese Abbrecherei natürlich sparst, muss man an der Stelle auch nochmal kurz dazu gesagt haben.
Wenn man sich den ganzen Mittag dranhockt und einen Job nach dem anderen spielen kann und das auch macht, dann kostet dich das Abbrechen unterm Strich mehr Zeit. Aber wer jetzt im Laufe der Woche, was weiß ich, vielleicht jeden Tag einmal so einen Job läuft, das sollte eher gucken, dass er einmal halt den Union mitnimmt. So war das gedacht. So, schauen wir mal, vielleicht habe ich jetzt hier drin den Union. Arigato, bitteschön. Da, jetzt haben wir den Union dran stehen. So wollte ich es haben. Man sieht jetzt, zwar unten sind immer noch andere Jobs dran stehen, aber das ist im Prinzip der eigentlich interessante hier mit den 600k, was sich, glaube ich, ausdehnen lässt auf, was sind denn das dann eigentlich? Wahrscheinlich 675 oder so. Ich müsste es mal ausrechnen tatsächlich oder nachgucken. Auch im Code stand es auch drin. Sonst habe ich hier zwei Vorbereitungsmissionen, was mich irgendwie 10 Minuten Zeit kostet und dann habe ich hier quasi danach den Überfall frei. Da gab es dann auch noch so einen Trick in der letzten Eventwoche, das sage ich jetzt auch gleich an der Stelle dazu. Man konnte einen CEO gründen und dann hier über schneller Beitritt auf, puh, wo war es denn jetzt drin? War das bei Raubüberfälle drin? Nee, Serienmodi. Wo waren denn die Autowerkstattüberfälle? Muss ich gerade selber gucken. Kontaktmissionen, mobile Aktivitäten. Ist das unter Jobs drin? Ich weiß es halt jetzt gerade nicht mehr. Versus Deathmatch-Rennen. Hi! Haben Sie es rausgenommen? Kontaktmissionen? Kontaktmission, da gibt es nur die normalen Raubüberfälle. Nochmal gucken. Kurztrip, mobile Operation, Spezialfahrzeugmission, Lamar. Die Autowerkstattaufträge, wie sind hier rausgenommen worden? Das ist ja interessant, oder? Haben sie es hier drin? Jetzt muss ich nochmal gucken. Gegnermodus, Community, Calperico, SW, Straßenrennen, Verfolgungsrennen, Open Wheel, Rennserie, Überlebenskampf, Arena, Verwandlung, Bunker, Stunt, Gegnermodus fertig. Jobs. LTS Capture, Überlebenskampf, Fallschirmsprung. Nee, das ist auch nicht dabei. Also, die haben es hier rausgenommen in dem Fall. Früher ging das noch, dass man quasi über dieses Menü quasi beitreten konnte in irgendwelche Jobs von den anderen Leuten. Und wenn man das entsprechend getan hat, dann konnte man quasi als CEO in die Jobs von den Leuten rein. Wichtig ist dafür, dass man quasi das Ganze im Free Mode einmal ausführt. Das kann ich an der Stelle nochmal kurz zeigen. Und zwar, wichtig war das erste Mal, du gehst einfach nur in irgendeinen zufälligen random Job rein, es ist völlig wurscht, was für einen. Sobald, ja, okay, war jetzt zu schnell reingezogen, wie man sieht, also sobald im Prinzip dann unten die Jobliste dran steht, gehen wir gleich wieder raus hier, sobald im Prinzip unten die Jobliste dran steht, einmal raus und dann nimmt man die Einladung vom Kollegen an in den Job und dann kommst du mal als CEO in den Job von den Leuten rein. Es war zumindest in der letzten Eventwoche so. Ich weiß nicht, sie haben es bis zum Ende der Eventwoche nicht rausgepatcht. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass das immer noch so funktioniert. Warum ist es wichtig? Wenn ich als CEO in den Job von jemand anders reinkomme, dann kriege ich auch den gleichen Payout wie der Host. Normalerweise gibt es weniger. Als Mitarbeiter kriegt man eigentlich normalerweise nur 100.000 fürs Mitlaufen die Woche. Und dementsprechend lohnt sich das natürlich schon, wenn man hier als CEO reinkommt. Also ich werde das später mal probieren, wenn dann die Eventwoche so richtig angelaufen ist und so die ersten Leute dann natürlich auch hier über die Jobliste dann Einladungen zu diesen Autowerkstattaufträgen verschicken. Dann kann man das nochmal testen. Gut, das war mal so zu den Aufträgen. Jetzt gehen wir noch weiter. Wir hatten außerdem noch die Kundenfahrzeuge. Da müssen wir einfach auch nochmal kurz in die Autowerkstatt zurück. Moin, moin, Max. Grüß dich. War so klar egal. Ja, dass sie reinzogen werden. Ja klar, auf der 5 ist es natürlich so, dass du halt einfach schneller reinzogen wirst als auf der 4. Auf der PS4 hast du da ist deutlich leichter, diesen kleinen Trick auszuführen. Muss man ganz ehrlich sagen. Denn die PS5, die zieht dich dermaßen schnell teilweise in die Jobs rein, dass du es nicht schaffst, halt einfach nochmal rauszugehen und quasi nochmal das Handy aufzumachen und eine Job-Einladung vom Kollegen anzunehmen, wo du eigentlich rein willst. Das stimmt schon. So, schauen wir uns mal an, was die Karre jetzt bringt. Sandbraun. Die üblichen Tuning-Optionen, Straßenbremsen, Sport, hoppala, Sportgetriebe und was will er? Straßenfederung, Frontstoßstange, Motorhaube, Doppeleinlass, seitliche Öffnung, wo ist denn das drin? Da.
Und da haben wir noch Luftschutz, Primär, Gelände, Police, Issues, die, wo sind die? Da. So. Gut. Ich wollte hier eigentlich die Reifen sind auch schusssicher. Gut. Dann gehen wir raus. Wir kriegen jetzt hier in dem Fall 20.000 zahlen wir für die Karre und 40.000 gibt es fürs Abliefern. Normalerweise gibt es 20.000. Also das heißt, hier ist auf jeden Fall der Doppelgeldbonus angewendet. Das passt. Bei der anderen Karre ist in dem Fall bis zu 30.000 gibt es ja für die Kundenfahrzeuge normalerweise, wenn man es abliefert. Das heißt, in dem Fall jetzt die Woche mal 2 bis zu 60.000. Das heißt, es schwankt zwischen 40 und 60.000, was wir jetzt kriegen pro Karre. 40, 50 oder 60.000 gibt es dann jeweils. Gut, werde ich jetzt hier nicht nochmal machen. Dann sind wir hier mal durch mit den Boni. Außerdem gibt es noch was, und zwar die exotischen Exportfahrzeuge. Für diejenigen, die da noch nicht alle Auszeichnungen fertig haben, gibt es, glaube ich, hier oben eine Tafel. Die ist bei mir aber leider weg. Hier, genau an der Stelle, wo ich jetzt hindeute, hier, muss ich mal kurz in die Ego gehen. Hier, genau an dieser Stelle, wo ich jetzt hindeute, ist normalerweise eine schwarze Tafel. Da stehen die ganzen Autos drauf von der exotischen Exportliste. Das heißt, die Autos, die man im Freemode finden kann. Wenn man hier einen einzelnen Job mal abgeschlossen hat in der Autowerkstatt, vorher sieht man die Exportautos nicht. Aber da kommt dann irgendwann eine SMS und dann von Sesanta und dann sind die Exportautos freigeschalten und dann kannst du dir mit Anruf bei der Sesanta auch die Liste der Autos geben lassen, die an dem Tag gesucht werden und die du als blaue Punkte irgendwo finden kannst. So. Wenn sie kommt, die SMS. Kuckuck. Und da stehen jetzt alle Autos drauf, die quasi heute irgendwo als blaue Punkte auf der Map auftauchen können. Man kann auch Auszeichnungen dafür fertig machen. Für die Autos gibt es normalerweise beim Abliefern 20.000 Dollar. Wenn man alle 10 abliefert, an dem Tag nochmal 100.000 extra. Das bedeutet also jetzt bei doppelt Geld pro Auto 40.000 Dollar und wenn man das letzte abliefert, gibt es dann 200.000 Dollar. Also es lohnt sich in dem Fall dann schon tatsächlich einmal die 10 Autos mal irgendwann zu machen, wer da Bock und Zeit dafür hat. Muss aber dazu sagen, man muss wirklich sich die Zeit nehmen, den ganzen Tag für die Karte hoch und runter fliegen und versuchen halt über alle Bereiche drüber zu fliegen, wo diese Autos spawnen können. Die sind wirklich komplett über die gesamte Map verteilt, sind glaube ich irgendwie 100 Spawnpunkte oder noch mehr oder so. Weiß gar nicht, müssen wir mal gucken. Auf GTA Web.eu kann man die ganzen Punkte immer einsehen. Beziehungsweise die Autos, die von dem jeweiligen Tag halt auch aktiv sind. Gut, dann waren das die Boni. Dann haben wir einen letzten Bonus noch. Das ist Taxiarbeit. Und dann gehen wir in die Jobmenüs, nämlich mit Gegner-Modi und Community-Serie einmal schauen. Taxiarbeit gibt es da oben unterhalb vom Casino. Wer noch kein Taxi hat, das er einfach verwenden kann für die Jobs, kann hier einfach hergehen und hier an dem Punkt auslösen. Da gibt es jetzt halt doppelt, nee, dreifach auf die Taxiarbeit, ist aber nicht wirklich spannend, sage ich jetzt mal so, bringt nicht wirklich viel Kohle. Es ist nur für die Leute interessant, die vielleicht die Auszeichnungen diesbezüglich noch machen wollen. Es gibt zu dem Thema Auszeichnungen unter Bereich Drug Wars. Wo waren das mit den Taxis? Da. Schließe 50 Taxifahrten ab und schließe 10 Taxifahrten in Folge ab. Und wenn man insgesamt noch 10 Monster Stunts im Laufe irgendwann von den ganzen Fahrten mal macht, dann schaltet man sich auch noch ein Design auf zwei Autos frei, ein Taxi-Design. Deswegen, wer jetzt diese Woche die Designs für die Taxiautos freischalten will, würde sich anbieten. Ansonsten ist jetzt nichts, was wirklich kriegsentscheidend ist. Man kriegt hier jetzt normalerweise, kriegst du glaube ich, was sind denn das? Das ist so 2.000-3.000 Dollar irgendwie so maximal pro Fahrt. Also es ist untergeordnet, was man da kriegt. Insofern werden da wahrscheinlich eher die Gegner-Modi und die ganzen anderen Sachen interessant sein. Schauen wir mal ganz kurz hier rein. Job spielen von Rockstar erstellt. Gegner-Modus. So, das sollte Overtime Rumble auf doppelt sein. Das ist relativ weit unten.
An den Jobs selber hat sich nichts geändert. Ich gucke nur noch einmal kurz bis nach unten. Ja, okay, passt. Also die gleichen Jobs drin wie letzte Woche. Gehen wir kurz. Overtime Rumble haben wir hier. 1 bis 7 in dem Fall. Gut, dann war das das, was wir hier zu sehen hatten. Schauen wir bei den Community Jobs, was ist da die Woche auf Bonus. Killer Loop ist nochmal auf Bonus, der war letzte Woche schon. Okay. Da haben wir hier, da haben wir WK Heartland. War letzte Woche auch schon. Yokoringo Palace und Chamber war letzte Woche auch schon im Bonus. Apokalypse war letzte Woche auch im Bonus. Damit haben wir die Karriereauszeichnung fertig gemacht. Black and Yellow war auch im Bonus. Capmageddon war auch im Bonus letzte Woche. Und Zombie Survival war auch im Bonus letzte Woche. Okay, gut, wunderbar. Dann sind wir hier einmal durch mit den ganzen Boni. Ja, letzte Woche waren sie auf viermal, diese Woche nur noch auf zweimal, das ist richtig. Da waren sie ja letzte Woche, waren sie quasi wieder in Anführungszeichen neu nach dem Wechsel, wenn du so willst. Also das heißt, die Jobs sind neu selber, aber die waren quasi, der Wechsel war passiert und dann machen sie immer einmal kurz einen Startboost drauf. So, dann gehen wir jetzt mal kurz bei 32 die Rabatte anschauen. Ich schreibe gerade einen Zeitstempel dafür. Safe. Okay. Rabatte haben wir die Woche gar nicht so wahnsinnig viel. Das ist einmal die Autowerkstatt, ganz klar natürlich mit den ganzen Boni. Mit den ganzen, wo ich sage schon, mit den ganzen Upgrades hier unter Foreclosures, Macebank.com oder halt gehen wir hier über Finanzen und Dienste, geht es normalerweise hier zweite Option. So, dann haben wir hier einmal die Autowerkstätten. Gucken wir mal ganz kurz hier. Sehr schön. Also 40% auf die Autowerkstätten, das ist auch so angekündigt gewesen, das sollten alle Einrichtungsoptionen auch billig sein, das ist auch der Fall. Dann schauen wir kurz bei Farbtöne, ist vermutlich auch genau gleich. Emblem in dem Fall auch billig. Crew-Emblem entsprechend kostet gar nichts. Personal auch billig. Extras, vor allem das Baumpunkt wichtig und auch. Also, das heißt, komplett abgegradet jetzt an einem nicht ganz optimalen Standard, aber kann man auch nehmen. 2,5 Mille, das ist okay. 40% Rabatt auf alles. Alles klar. Dann sind wir da erstmal durch mit den Immobilienboni. Beziehungsweise Rabatten. Dann gehen wir weiter. Wir haben außerdem 50% auf die Carmeet Merch Shop Rennanzüge. Das habe ich vergessen vorher zu zeigen, als ich da drin war, aber das sehe ich da eh nicht, weil ich die alle schon besitze. Kann aber nachher kurz zeigen, wo die sind. Dann haben wir außerdem die Umwandlung von Fahrzeug zu Bennys Modellen. Ganz kurz zum Zeigen, worum geht es hier. Reisen und Transport. Es gibt hier Bennys Original Motorworks.com. Da gibt es eine ganze Latte an Fahrzeugen, die man alle kaufen kann. Da sind auch noch Rabatte nachher drin. Dann gehen wir auch noch mal kurz drüber. Diese ganzen Fahrzeuge lassen sich alle als Standardversion erstmal kaufen und ich kann die dann alle aufrüsten zu einer Custom-Version, die dann weitere Tuning-Optionen hat, meistens auch noch mehr Leistung und noch ein paar andere Sachen. Das heißt, ich kaufe hier grundsätzlich erstmal die Karre für ganz normal den Serienfahrzeugspreis und muss dann im Tuning-Shop bei Bennys hergehen und quasi das Ding nochmal für, wie sag ich jetzt mal, 400.000 bis 800.000 wahrscheinlich jetzt mit den entsprechenden Reduzierungen nochmal umrüsten zu dieser Bennys-Variante, zu dieser speziellen, für diejenigen, die das noch nicht kennen. Bennys ist hier. So, das heißt, die Bennys-Upgrades sind die Woche jetzt auch reduziert, 40% Rabatt da drauf. Dann haben wir 40% auf dem BF Weevil. Der ist auch beim Bennys drin gewesen. Gehen wir ganz kurz die Rabatte schnell durch. Der Weevil, weil den kann man auch umrüsten. Das ist auch ein Bennys Fahrzeug. Da steht er drin hier.
40% auf dem Vivel, dann auf, außerdem 40% auf dem Grotti Prioso. Auch da gibt es Bennys-Variante dazu. Und dann haben wir nur 30% auf dem Classic Broadway. Der Classic Broadway war wo? Du musst jetzt gerade selber erst schauen. Ist er hier dabei gewesen? Bei den letzten Autos. Ich weiß es bloß nicht mehr, wo der drinne ist, sag ich ganz ehrlich. Das muss ich jetzt ehrlich gucken. Ist der unter Luxuswagen drin? Nee, dann ist er in dem Fall bei Legendary. Na, denn im präsentierten Ignis, no. Okay, bei den Viertürern. Wo ist er denn? Der Broadway. Oder habe ich ihn jetzt überblättert? Chocolat. Nee. Nichts bescheuert. Wo ist er denn drinne? Der Broadway. Nochmal zwei Türe runterscrollen. Ach, da jetzt, ey. Ich habe nichts gesehen. Ganz oben war er. Ja, hier haben wir den Classic Broadway. Der ist um 30%. Stimmt das? 40% ist er reduziert, glaube ich. 30% ist er reduziert. 647.500, genau. Auf dieses Auto kann man sich das Taxi-Design dann auch freispielen, wer das machen möchte. Das ist eines von den zwei Autos. Dann gibt es noch den Villa Diodora, der auch quasi ein Design drauf haben kann. Mit diesem Auto und auch mit dem Diodora lässt sich die Taxiarbeit dann auch machen. Wenn man dann drin sitzt, ist es, glaube ich, einmal Hupe drücken und dann kriegt man automatisch an die Taxijobs. Gut, die restlichen Rabatte waren nur in den Showrooms. Das habe ich vorher schon gesagt. Das war einmal der Dinker Jester im Car-Meet, einmal der Benefactor Sterling GT im Premium Deluxe. Da schauen wir nachher gleich hin. Rapid Click auch im Premium Deluxe und der Progen Tyros. Da waren wir schon im Luxury Autos. Das war's mit Rabatten. Wir haben auch im Prinzip bis auf den BF Vivel keine Einkaufspreise. Doch der Grotto Pirosa hat anderen Einkaufspreis, aber den kriegt man relativ schnell. Das ist eines der ersten Fahrzeuge, was man freischaltet über die Tuners-Karriere. Und ansonsten haben wir keine weiteren speziellen Preissituationen irgendwo. Das heißt, ich brauche eigentlich auch keine Rabattpreise extra anschauen. Können wir uns heute mal ausnahmsweise sparen. Dann schauen wir jetzt zum Simian. Wie viel Uhr haben wir denn jetzt gerade in-game? 1:53 Uhr, ja, nicht optimal. Was müssen wir noch anschauen? Waffentransporter müssen wir auch noch angucken. Dann machen wir das jetzt zuerst. Dann gehe ich jetzt kurz einen Charakterwechsel. Werden einen Charakter wechseln. So, dann gehen wir mal einmal auf die Lady. Bin gleich wieder da, alles klar. Gut, dann bis gleich in dem Fall. Relativ, sagen wir so, relativ eine Grinder-Woche, wenn man es eigentlich so sieht. Wer jetzt Bock hat, kann das die ganze Woche Autowerkstatt heiß zocken und da entsprechend hier absahnen. Es wird bloß so sein, dass man, wenn man zu viele Unions gespielt hat, dann ist man, glaube ich, gesperrt. Also man kann, glaube ich, nicht mehr als zwei Unions innerhalb von oder drei Unions innerhalb von 2 Stunden laufen. Das müsst ihr ausprobieren. Da werdet ihr dann irgendwann an den Punkt kommen, dass ihr den Job nicht mehr an der Tafel angezeigt kriegt, beziehungsweise da ein Schloss dran steht eine Weile lang. Dann müsst ihr halt was anderes zocken. Also wer jetzt, es gilt nur für die Leute, die natürlich hier die ganze Zeit am Stück jetzt einen Heist nach dem anderen durchziehen. Ach super, beim Beitritt zur Sitzung ist ein Fehler aufgetreten, finde ich ganz toll. Ja. In dem Fall zweiter Versuch, wenn ich gleich darf.
Chris, meinst du, es gibt nächste Woche etwas zu 10 Jahre GTA Online? Ich hoffe es. Es ist ja auch nochmal ein Jubiläum, das heißt, insofern würde es sich anbieten, da auch nochmal was zu machen. Und es geht ja dann sowieso jetzt auch in die Phase mit Halloween etc. Das heißt, da werden wahrscheinlich dann auch wieder die Schatzsuchenden dann aktiv sein hier mit den Kürbissen. Ich gehe mal zumindest davon aus. Wir wissen es jetzt noch nicht sicher, was auf jeden Fall aktiv sein wird. Das sind die Geister, die jetzt dieses Jahr neu dazukommen und das alles. Also das heißt, aber die Frage ist, was davon wird wirklich dann jetzt nächste Woche aktiv und was kommt dann erst zum nächsten GTA Plus Monat, wenn dann die UFOs auch kommen werden. Insofern bin ich jetzt mal vorsichtig mit Aussagen, was da wirklich kommen wird. Ich gehe mal nicht davon aus, dass wir irgendwelche mega fetten Heist-Boni oder sowas kriegen werden. Die Heist-Phase war normalerweise nach Oktober in GTA Online immer. Deswegen, so bloß rein Vollständigkeit halber, machen wir mal ganz kurz noch einen Zeitstempel für die zwei Einkaufspreise. 40, 30 sind wir jetzt, ne? Speichern. Und zwar Einkaufspreise hatten wir jetzt nur einmal beim BFW. Den schauen wir uns kurz nochmal an hier. Reisen und Transport, Bennys, hoppala, Bennys. Da ist der Wiebel. Und ich sehe auch noch den teuren Preis hier im Moment. Wieso sehe ich nur den einen Preis? Normalerweise müssten da zwei dran stehen, glaube ich. Oder habe ich den schon freigeschalten? Also normalerweise müssten da zwei Preise dran stehen. Und beim Grotti Priose müssten eigentlich auch zwei Preise dran stehen. Aber ich habe in dem Fall bei beiden schon die Einkaufspreise freigeschalten. Das sind Kamid-Reputationslevel, die man verbraucht, soviel ich im Kopf habe. Insofern schaltet man da relativ fix auch die Einkaufspreise frei. So, mehr hatten wir nicht, was noch Einkaufspreise hatte. Ich gehe mal nochmal ganz kurz einen Blick schmeißen unter in die Showrooms. Da hatten wir auch nichts mit EKs. Nee, okay, gut, dann schauen wir jetzt einmal zum Waffentransporter. Erstmal kurz in private Session. Wenn ich hier genervt werde von irgendwelchen Leuten und dann teleportieren wir uns kurz zum Waffentransporter. So, der Waffentransporter ist auch heute in der Nähe da, wo das Schiffswrack ist. Das Schiffswrack ist hier und der Waffentransporter ist hier. Müsste gleich gespawnt sein. Gut, Waffen, die Pump-Action, die kann ich abschmeißen. Und sonst schauen wir nichts. Okay, also dann schmeiße ich kurz einmal die Pump-Action weg. Find me again soon. No one followed you, right? So, dann sehen wir hier alle Preise. 10%, 10%, 20% auf dem heillosen Höllenbote. 10, 10, 10, 10. Okay, also der einzige Rabatt haben wir hier in dem Fall, der ein bisschen raussticht. Der war letzte Woche nicht so billig. Da gab es nur 10% auf den, wenn ich mich richtig erinnere. Insofern zuschlagen, wer das noch nicht hat. Der E-Shocker. Den gibt es normalerweise in der Agentur zu kaufen, beim Waffen-Tipi oben. Ist allerdings dort natürlich nicht reduziert. Das heißt, hier in dem Fall die Woche einen Rabatt auf den E-Shocker ausnutzen, wer den noch nicht hat. Ansonsten gibt es hier nichts, was mega raussticht. Der Rest ist ganz normal. Wir haben keine Railgun die Woche im Sortiment und in dem Fall auch keine taktische MP, die sonst auch hier zu kaufen wäre, nur. So, dann haben wir Granaten, Tränenbomben, Tränengas und Raubbomben, okay, alles ohne Rabatt. Ich schmeiß mal kurz einen Blick auf GTA Web.io, ob irgendwas GTA Plus mäßig rabattiert ist von diesen ganzen Sachen. Zack. Elektroschocker, heillose Höllenboote, 50% auf schwere Scharfschützengewehr für die GTA Plusler. Also hier für GTA Plus nicht 10, sondern 50%.
Ansonsten ist alles gleich. Alles klar. Gut. Dann haben wir. Nun sind die Alien-Waffen so überteuert, findet die Kacke. Mei, weil sie halt was Besonderes sind, und vor allem auch jetzt halt nicht mehr zum Kaufen sind. Deswegen. So, dann sammle ich meine Pump-Action wieder auf. Und damit sind wir dann auch fertig hier. Wieso habe ich hier eigentlich noch Bargeld rumflacken? 115.000 von was denn? Okay, es wird langsam wieder Tag, das ist optimal. Dann gehen wir jetzt wieder Charakter wechseln und einmal auf meinen Hauptcharakter und schauen uns nochmal schnell Premium Deluxe Motorsport an. Und wenn ich damit durch bin, dann sehen wir uns als letztes nochmal schnell an. Für diejenigen, die es die letzte Woche verpasst haben, gibt es die Woche nochmal die Möglichkeit, die ganzen Outfits und Waffendesigns abzuholen. Die Jubiläums-Outfits. Ich habe das eine davon schon an hier, das Franklin-Outfit. Und die anderen Sachen kann ich auch noch mal kurz zeigen. Aber Max, ich muss dir recht geben. Also ich finde die Alien-Waffen jetzt auch nicht so übermäßig. Das Einzige, was wirklich extremst hilfreich ist, ist es von den ganzen Sachen tatsächlich nur der Atomizer. Der Atomisierer, der Atomatomisierer, weil mit dem du halt irgendwelche Sachen mal, sag ich mal, ganz schnell aus einer Position befreien kannst, Fahrzeuge oder irgendwelche Kisten oder sonst was, die stuck sind, die du anders sonst nicht rauskriegen würdest. Und man kann sich mit dem Ding durch Wände durchschießen. Also das heißt, das ist das einzig wirklich Wertvolle. Weder der heillose Helmbote noch die anderen Sachen habe ich irgendwie regelmäßig im Einsatz. Sind alle schwächer als die Pendants dazu, die es schon im Spiel gibt. In meinen Augen. Okay, also dann einmal kurz in eine private Session und dann machen wir mal hier, ne? Zufällig von mir aus und oh. Ja, aber der Atomizer ist jetzt die Woche nicht im Sortiment. Letzte Woche waren sie alle im Programm und die Woche gibt es jetzt nur noch einen heillosen Helmboten. Da, ich spreche von dem, für diejenigen, die den noch nicht hatten, den auf jeden Fall die Waffe mal irgendwann anschaffen. Die anderen Sachen hier, der heillose Helmbote oder auch hier der Witwenmacher, es sind jetzt alles keine Sachen, die ich jetzt irgendwie regelmäßig einsetze, weil der Witwenmacher ist halt quasi eine Minigun, aber ich habe eine Minigun und die ist an sich besser als das. Deswegen sage ich mal so, ist da kein Bedarf und wenn ich das anschaue, ich habe halt hier auch Waffen, die echt deutlich stärker sind als das. Deswegen gibt es für mich keinen Grund, den heillosen Höllenboten zu verwenden. Das nächste ist, dass der halt auch relativ, ja, wie soll ich das erklären, er schmiert. Also das heißt, sobald du mal irgendwie ein paar Schüsse machst, man sieht es, geht der Aimpunkt nach oben langsam. Ich wandere langsam diesen Stein jetzt nach oben. Und habe aber unten angefangen. Und war jetzt am Ende irgendwo da oben. Und das ist das, was ich meine, mit erschmiert in der Zielpeilung. Deswegen finde ich die Waffe eigentlich nicht so geil. Und der Atomizer ist das einzig wirklich wertvolle mit den Energiestößen. Okay, wir wollten zu Simians. Naja. Ah, da kriege ich keinen Job-Teleport hier gerade an. Simians, darunter müssen wir. Ne, mal den falschen Jump hier. Die laden immer relativ fix. Wer sie die kauft, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ja, und der Widmermacher verrät deine Position. Genau, das ist das nächste Fall, wenn du nachts kämpfst. Das ist richtig. Guter Hinweis an der Stelle. Habe ich jetzt gar nicht dazu gesagt, aber ist natürlich auch richtig. Ja, deswegen bist du da eigentlich nur große Zielscheibe, sobald du das Ding verwendest. Muss man wirklich sagen. So. Dann letztes Kapitel sehen wir ins Premium Deluxe Motorsport, dann haben wir eigentlich alles fertig. Und dann nur noch die Klamotten. Also,
Also alle Autos, die da heute drinne stehen beim Simians, schauen wir ganz kurz, Zeitstempel bestimmt so ungefähr 49,20, ja. Alle Autos, die da drin stehen, gibt es im Moment nicht mehr in den Online-Shops zu kaufen. Das heißt, die kriegt ihr ausschließlich hier. Und ein Teil davon ist auch rabattiert. Muss ich jetzt schnell schauen, damit ich euch keinen Mist erzähle. Premium Deluxe, mal kurz runterscrollen hier. Wir haben hier zwei Rabatte, einmal auf den Vapid Click und einmal auf den Sterling GT. Okay. Also von links nach rechts Hustler, Sterling GT, Vapid Click. Also das heißt, die zwei Autos hier im Bild, die sind auf jeden Fall reduziert. Und zwar um 40% alle beide. Und ansonsten ist hier nichts reduziert. Gut, dann schauen wir uns die Autos kurz in Ruhe schnell an. Preis 644.380 für den Vapid Hustler sollte aber 625.000 sein. Also da sind auf jeden Fall Modbauteile drauf, die man extra bezahlt. Wie sieht es hier aus? Der kostet 608.370. Der Sterling GT sollte aber 585.000 kosten. Also auch hier kleiner Aufpreis wahrscheinlich für irgendwelche Modbauteile. Im Verhältnis zu dem, wie er früher im Shop zu haben war. So, der Vapid Click, der müsste drin stehen, eigentlich für 545.400, ist aber für 564.780 drin. Auch hier kleiner Aufpreis für die Modbauteile in dem Fall oder für irgendwelche. Welche weiß ich nicht, aber auf jeden Fall kleiner Aufpreis. So, wie sieht's hier aus? Der müsste drin stehen für 100.000. Das tut er auch. Da ist kein Aufpreis. Das passt. Und der hier kostet 6,95 und das sollte er auch. Okay, also das heißt, in dem Fall nur die drei Autos hier auf der linken Seite haben nochmal einen speziellen Sonderpreis, der noch ein bisschen teurer ist, als die früher im Shop zu haben waren. Gut, dann machen wir jetzt die Screenshots, bevor es wieder Nacht wird, damit ich hier noch meine Grafiken dann anfertigen kann und dann sind wir eigentlich schon durch mit den ganzen Sachen, dann haben wir nur noch die Klamotten einmal anschauen und fertig. So. Verzieht euch NPCs. Ich will ein Foto machen. Fotoshooting hier gerade. Danke. So, nächste Karre. Wir müssen mal gucken, ob man von diesen Fahrzeugen irgendwas auch gratis kriegt, weil man wieder entsprechend mit dem Fahrzeug, wenn man irgendwo hinfährt, das Fahrzeug dann triggert. Bei dem einen oder anderen könnte das so sein. Weiß ich aber jetzt nicht auswendig. So, das war Foto von der einen Seite, das heißt, dann machen wir jetzt wieder Foto von der anderen Seite. Wobei ich ja eigentlich müsste die Position wechseln. Hab mal hier besseren Kontrast, weil die Karre eh weiß ist. Ja. Da stoße sie an, wirklich an dem Bordstein. Okay. Schade, jetzt kann ich natürlich das Screenshot vergessen, weil dann die Seite verkratzt ist. Ist doch zum Kotzen hier. Ist der so tief gelegt? Mann. Den holen wir uns nochmal. Wieder 10 cm Bordsteinkante, wo er wieder nicht drüber kommt, hier gefühlt. Das nervt immer, wenn das bei irgendwelchen Autos so ist. Fahrt, auf geht's. Welcome back, Sasa. So, jetzt haben wir ja dazugelernt. Die Bordsteinkante hier ist zu hoch, wenn ich seitlich drauf fahre. Okay, schon damit Kontrast. Mit weißen Autos ist es immer schwierig vor diesen Hintergründen abzubilden. Wenn der Rest halbwegs grau ist, dann ist es okay. Ich glaube, ich mache den doch von der Seite. Komm, verzieh dich, NPC. Danke.
Will die nicht im Bild haben, die Lady hier. Okay, Screenshot haben wir jetzt endlich. Machen wir die anderen Seite. Fotos von der anderen Seite hier. Uralte Karre aus dem Fahrzeughandelsupdate, Import-Export-Update. So, dann haben wir noch den Rapid Click. So, jetzt fällt das Licht eh schon wieder etwas anders. Das heißt, dann machen wir kurz einen Abstecher zum Legion Square, dann kriegen wir da einen schönen Screen. Mal ganz kurz die Chopster ausblenden, das macht sie nicht so gut im Screen. Okay. Okay, und Hammer. Dann haben wir noch zwei Autos und dann sind wir durch. So, dann haben wir einmal noch den Porsche. Lichte den jetzt auch hier ab. Haben wir so einen schönen Kontrast hier. Ein bisschen mehr seitlich noch. Okay, jetzt sieht man die Front nicht mehr so gut. Ja, so. Und wenn der NPC rauslaufen ist aus dem Bild, dann mache ich einen Screen. Jetzt perfektes Timing. Den könnt ihr auf jeden Fall nicht einfach so finden, das kann ich euch garantieren. Den müsst ihr kaufen, wenn ihr den wollt. So, und letztes Auto noch, dann sind wir fertig. So, den GTA SW-Version ist einfach nur geil. Ja, ich fahre ja nicht alle Autos mit HSW, aber müsste man mal testen. Probefahrt. So, letztes Auto. Machen wir jetzt nochmal ein Screen von der Seite, ja, wobei, dann gehen wir vor die Baustelle, haben wir einen guten Kontrast. Komm, weg da. Und einen Tick zurück vielleicht. Haube ist zu dunkel, okay, jetzt bin ich zufrieden. Gut, dann sind wir hier einmal durch. Dann schauen wir uns jetzt so kurz die Klamotten an. Und dann haben wir alles gesehen, was mit der Eventwoche zu tun hat. Gehen wir mal gerade hier einmal. Aber wobei, nee, machen wir zuerst die Waffen. Die Waffendesigns, da muss ich zuerst hin. 58, machen wir mal 59. 59. Jubiläums. Na? Waffendesigns. Und dann haben wir nachher noch die Outfits. Outfits plus Hut. Und speichern. Okay, let's go. Also, wir müssen einmal für die Waffen Designs in den Ammunition. Die gab es schon letzte Woche. Wer es verpasst hat, kann es die Woche also nochmal nachholen.
Das betrifft einmal die Panzerfaust, die Mikro-MP und die normalen Karabiner. Auf die Panzerfaust kann man sich hier den Onkel T jetzt drauf machen. So, dann gibt es hier einmal die Mikro-MP. Wo ist sie denn? Da drüben. Da gibt es jetzt hier einmal den Angestellten des Monats. Sieht relativ ähnlich aus wie das Organics-Motiv hier, was man über Record A Studios freischaltet, finde ich persönlich. Aber okay, dann war das das. Und dann gibt es hier noch den Karabiner, den habe ich gerade schon in dem Design drin, das mit dem Samthütchen-Design hier. Das ist das Design, was man die Woche hier kriegt mit den Dollarnoten drauf. Genau, das war dann auch schon alles und das geht auch nur auf die normale Version, nicht auf die Karabiner MK2-Version. Sobald man umrüstet, ist das Design Everything in wieder here has weg. been personally tested by yours Das truly. waren die Designs. Dann schauen wir jetzt kurz noch Take it einmal die easy. Klamotten an. Dazu gehe ich mal schnell ins Penthouse. Das war der Komet und ja, den kann man auch in der Autowerkstatt kaufen, ist richtig. Wir sind bei einer Stunde 1 etwa mit dem Outfit. 10100. Speichern. Okay. Also die Outfits werden automatisch beim Einloggen freigeschaltet. Man muss nichts dafür tun. Und zwar hier unter Kategorie Outfits ganz unten GTA 5 Jubiläum gibt es jetzt drei Stück. Einmal der Kumpel, das ist Franklin. Pensionierte Kriminelle ist hier einmal der Michael. Und dann haben wir hier einmal den Trevor. Alle drei Outfits waren gratis die Woche. Und dann gab es noch eine letzte Sache und zwar unter Hüte. Ganz unten letzte Kategorie Saisonware gibt es jetzt einen Berghut. Auch der ist neu mit der Feder rechts dran, beziehungsweise links am Hut dran. Genau, das war alles. Mehr gibt es ja nicht. Man hat es auch gerade gesehen, ich kann dieses Outfit hier auch nicht personalisieren. Das heißt, wenn ich dem jetzt irgendwie was aufziehen will, dann ist das Thema durch. Sobald ich die Brille wechsle und auch nur irgendeine Kleinigkeit hier mache mit dem Outfit, ist das weg. Und insofern, ja, auch wieder ein bisschen schade, dass wir das so gemacht haben. Gut, dann sind wir fertig. Mit den Boni habe ich alles angeschaut. Exotische Exportfahrzeuge, die Gegner-Modi, Community-Serie haben wir angeschaut. Waffentransporter haben wir gesehen. Die Rabatte, die Einkaufspreise haben wir angeschaut. Jo, dann sind wir eigentlich jetzt durch. Gut, dann werde ich jetzt in dem Fall mal einmal Mittagspause machen, mal kurz was essen. Danach mache ich dann die Grafiken, die Zusammenfassungen für Twitter fertig. Es wird dann um 16 Uhr noch der Newswire kommen, wie üblich. Da wird aber wahrscheinlich keine große Überraschung mehr drin sein. Es ist eigentlich auch jetzt tatsächlich alles genauso hier im Stream gewesen wie angekündigt gestern. Also insofern keine großen Unterscheidungen. Genau. Was ich jetzt nicht gesehen habe und das habe ich auch im Code nicht gesehen, ist, es gibt keine Dreifach-Reputationspunkte im Kamid übrigens fürs AFK-Level. Also. Es gibt ausschließlich dreifach Reputationspunkte auf die Straßen und auf die Verfolgungsrennen. Das muss ich jetzt nochmal klarstellen an der Stelle. Das habe ich vorher vergessen dazu zu sagen, fällt mir gerade auf. Hier, es gibt keinen dreifach RP. Und das steht deswegen hier auch nicht dran. Also es steht hier kein Bonus dran, dass da irgendwie dreifach Rep gibt. Es gibt es einfach. Also das heißt, das müsst ihr wissen hier. Die Straßenrennen und die Verfolgungsrennen bringen dreifach Rep und das ist alles. Es gilt natürlich auch für die Rennen und die Sprints im Kamid. Die ganzen Sachen, die ganzen Renn-Dinger, die geben auch dreifach Rep. Das habe ich im Code auch gesehen. Das heißt, Sprint, Spurt und die restlichen Renntypen, die man im Kamid starten kann, sind auch mit dabei, aber nicht AFK sein. Also, das heißt, die Anwesenheit vor Ort ist ganz normal ohne Bonus. Gut, ich verabschiede mich. Macht's gut, viel Spaß beim Zocken und ich denke, eventuell bin ich heute Abend nochmal am Start und ansonsten dann wahrscheinlich morgen wieder zum Wochenende. In diesem Sinne, bis later maybe und genau, Dankeschön. Macht's gut, ciao, ciao.